Nur ein kleines Update. Der hier funktioniert wieder. Nur Batteriespannung zeigt er falsch an. Und da sagt er, keinen Dings gefunden. Es kam auch heute schon der neue an. Findet er auch nichts. Ich mach mal hier ein bisschen das Licht ein bisschen weiter weg. Wenn ich jetzt ein Transistor nehme zum Vergleichen. Das ist ein NPN, das ist ein Standard BC547. So, mal gucken, ob wir beide drauf kriegen. Vom Licht her. Nicht wirklich, ne? Blendet das auch noch. Vom Licht her passt das gut. So, hier ist ja dieser Texttool, wie auch immer, IC-Sockel gedöns. Jetzt stecke ich den mal da rein. Lass ich mal testen. NPN und HFE 572 UF 637. Das reicht ja auch so. Jetzt stecke ich den da rein. Und muss ein bisschen festhalten. Upsa. Dann kommt da 556 IE, UBE, IC0, ICE0, ICES. Noch mal die Pinbelegung und dann macht das noch mal. Jetzt gucken wir noch mal HFE 605, schwankt ein bisschen. So, wenn wir jetzt den noch mal nehmen, HFE 552 UF 635 oder was? Das passt aber soweit. Ich meine, den hatte ich auch noch gar nicht kalibriert. Ich muss mal gucken. Da sagt er noch nichts gefunden. Da auch nicht. Gut, den hatte ich kalibriert. Jetzt habe ich hier ein 10 Nano Fahrrad. Der ist 10, und ein bisschen. 10,17 V-Loss 0,8%, sagt er mir hier. So. Bisschen schwer zu sehen. 10, 17 oder sowas. Und bei dem hier, ohne so festhalten, 10,3, das passt, macht sich nicht viel Unterschiede. Jetzt habe ich hier noch ein 100 Nano Fahrrad, da sind sie sich beide auch relativ einig, was der hat. Da sagt er jetzt 119,1 Nanofarad V-Loss 0,5%. Der hier allerdings hat noch ein bisschen mehr. Der zeigt noch ein bisschen mehr an. 116 zu 119, das ist auch okay. ESR 1,5 Ohm V-Loss 0,7%. Also es weicht nur grob ab. Also nein, nicht grob, ein bisschen, ein kleines bisschen, macht ja nichts. Hier läuft jetzt aber nicht mehr die richtige Software drauf. Das ist eine etwas andere Software, aber damit läuft der stabil. Mit der, die eigentlich dafür ist, läuft der nicht stabil. Dann kann ich hier drücken, wie ich will. Irgendwann geht er dann mal. Und ich muss Chinesisch können. Zwischendrin mal. Hilfe, der hat Corona. Gut, aber ich habe jetzt zwei, ich werde hauptsächlich den nutzen, oder den, je nachdem. Ich muss erstmal für beide jetzt ein Gehäuse drucken.
Was war das eben? Das war jetzt ein komisches. Naja, gut, egal. Muss ich für beide ein Gehäuse drucken. Mal gucken, was ich da finde. Der Akku ist aber eigentlich zu groß dafür. Hier gehört eigentlich ein nicht ein 18650, sondern ein 14650 oder sowas. In der AA-Batteriegröße gehört hier einer rauf. Ein Lithium-Akku. Aber das ist ja nicht so, schlimm. Ich meine, ich hatte auch irgendwo mal so einen kleinen Akku gehabt. So ein Lithium-Akku von irgendwo, so ein Lithium-Polymer. So einen kleinen viereckigen. Der hätte ja gut reingepasst. Ich weiß gar nicht, wo ich den gelassen habe. Muss ich mal gucken. Aber nur damit ihr wisst, der läuft wieder. Das ist jetzt neu. Ja, hier war schon die Folie. Ist auf beiden ist noch die Folie drauf. Das habe ich, glaube ich, auch... Weiß nicht, wo ich das mal gesagt habe. Oder ich habe es wieder nicht gesagt oder rausgeschnitten. Ich lasse auf solchen Sachen eigentlich immer die Folie drauf. Ich ziehe die eigentlich kaum runter. Wenn das nachher zu unansehnlich wird, dann nehme ich sie runter. Aber sonst bleibt sie drauf. Auf Multimetern, auf allem, was ich habe, bleibt die eigentlich drauf, so insofern es nicht stört. Gut, dann danke und bis zum nächsten Video. Ich hoffe über die AF-Generatorkiste, dass ich da mal weiterkomme. Mit dem Schaltplan habe ich schon angefangen, aber das ist schon ein bisschen komplizierter da zu verfolgen. Okay, bis dann. Tschüssi.